fehlt nur noch einer. Der Dominator im Skisprung-Weltcup, der in der letzten Saison den Skiflug-Weltcup für sich entschied. Genau, in den letzten zwei Saisonen sogar. Jetzt bin ich gespannt. Ah, gut, ist einmal marschiert da, leichten Skifäller rechts gehabt. Ah, und jetzt der Druck am Ski. Wo geht's da hin? Hey, ja, kann man da überhaupt noch stehen bleiben? Ist das möglich, wie der unten wegsteigt? Gegenüber dem Severin hat man gesagt, der Traten oben am Hang und dann stellt er aus. Ja, aber gestanden, Andi. Ja. 243 Meter. Der ist schon wieder bergauf gegangen, wo der gelandet ist. Das gibt's ja nicht. Vom leichten, der auch ein bisschen rechts umgedriftet, deswegen, weil der rechte Ski ein bisschen weiter unten ist. Aber das, schau, da sieht man, da kantet der linke wenig auf, dadurch fährt er ein bisschen, noch, aber schau, wie der da umliegt, wie ein Plattel. Unwahrscheinlich, Peter Breutz, ja, wenn sich der noch steigern kann, landet er jenseits der Sturzlinie. Na, schau, aber welchen Druck, dass der auf die Ski hat. Zack, nicht hineingegriffen, mit dem Hintern in der Höhe geblieben, da ist die Sturzlinie vorbei. Extrem, Wahnsinn! Extrem! Ich mag nicht mehr einen Hut mit einem Zirken haben. Das ist ein Wahnsinn. Ich mag da mal haben, schau, die liegt da. Schau, wie die aussieht. Da, schau, der linke Ski kannte da sogar zu viel auf. Dadurch kippt er mal kurz nach rechts weg. Was für ein erster Durchgang. Ein Höhepunkt jagt den anderen. Kann mich nicht erinnern, so ein hochklassiges Skifliegen erlebt zu haben, wie bis jetzt in diesem Man muss auch Durchgang. Wirklich sagen, ein Hut ab, die Jury, wie sie arbeiten, dass sie wirklich, wenn es nicht passt, dass sie relativ gut schauen, dass sie nicht einfach die Athleten runterdrücken, sondern gut. Ja, gut mit schauen, der Weite ist er vorne. Natürlich hat er Punkteabzüge, aber trotzdem 1,5 Punkte vor Kenneth Ganges. Der Favorit führt nicht nur auf der Normalschanze, auf der Großschanze, auch auf der Flugschanze. Eine Klasse für sich.